und ganz herzlich willkommen zu dem zweiten Teil oder zu dem zweiten Summer Try-On Haul. Ja, ich habe ja, wie bereits im ersten Video angekündigt, gesagt, ich habe lauter Sachen bei Asos bestellt. Und ja, ich bin da nicht dazu gekommen, die anderen Sachen auch noch auszupacken. Und dann habe ich einmal hier ein Riesenpaket und da noch zwei. Also alle sind von Asos, aber ich finde, da kann man ja eh immer voll gut und voll viele, auch verschiedene Marken und so bestellen, ja. Und ich würde mal sagen, dann wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Spaß. So, dann fangen wir schon mit dem ersten Teil an. Ich habe keine Ahnung, was das ist, also irgendwas Schwarzes. Ah, eine Hose. Yes, genau. Also so, das ist jetzt halt die erste Hose, ja. Also ich finde die halt zeitlich so mega schön. Also solche Hosen, die unten so weit geschnitten sind, so für den Sommer. Deswegen, boah, ich weiß nicht, ob ich schon erwachsen genug bin für solche Hosen. Aber die wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren und gucken. Also ich finde irgendwie immer von, ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr seht. Also ich finde immer so von vorne, ich weiß halt nicht, da, keine Ahnung, sind halt so Schlaghosen. Deswegen, aber so von der Seite gefällt die mir richtig gut. Ja, also wie gesagt, bei der Hose muss ich noch überlegen. Aber so im Spiegel sieht man es halt auch. Also sie ist auf jeden Fall mega bequem und so, deswegen, wer weiß. Dann gibt es noch dieses Oberteil. Ich finde, es sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, so in der Kombo. Ist halt also so seitlich finde ich die Hose echt richtig schön. Vor allem, ich liebe das ja immer, wenn es sowas einen Schlitz hat. Tada! Ein Basic Dress hier in grün. Ja, finde ich eigentlich ganz schön. Es ist halt nicht so was Auffälliges, aber so ein bisschen schlichter, das ist doch auch mal toll. So, und das ist the next one. Ja, finde ich eigentlich richtig cool, nur das ist mir viel zu eng an den Armen. Ich kann nicht weiter es so machen. Und hier vorne stimmt es irgendwie auch nicht ganz. Also das, ich musste das da so reinstecken, weil man sonst beim BH sieht und so. Aber sonst finde ich eigentlich das mega schön, solche Oberteile. Wow, kommen wir zum nächsten Oberteil hier. Auch so ein silbernes, bisschen schickeres. Hinten rückenfrei. Also ich muss noch schauen, wie ich das dann mit dem BH mache. Ja. Aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also es kommt auf jeden Fall mal ein bisschen in die engere Auswahl. Das ist halt auch immer gut so, wenn wir halt essen gehen oder so. Also wenn man halt irgendwo ist. Jedoch muss ich ein bisschen aufpassen, weil wenn man sich dann runterbückt. Nö, es geht eigentlich. Tada! Das ist mal wieder ein Oberteil, voll nach meinem Geschmack. Ich habe gesehen, das Schild, das ist von Bershka, also ja, ganz normal hier trägerlos und so ein bisschen, ich glaube mit Samt oder so ist das, würde ich jetzt mal behaupten. Dann hier ganz schön mit Glitzer. Tada! Ja, ich merke schon, in diesem Try-On-Haul, da sind irgendwie nur ein bisschen so schickere Sachen dabei. Ja, aber so müsst ihr euch in den ersten reindrücken, da kommen dann auch noch andere Sachen noch so, andere coole. So, ah, das sollte eine Radlerhose sein, aber die ist ja ein bisschen kurz, oder? Da gucken wir mal. Tadadada. Okay, also ich glaube, mir stehen keine Radlerhosen, zumindest nicht in der Farbe. Also ich finde halt, ich bin halt so braun, ich finde, dann sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja. Tadadada. Also nochmal eine lange Hose. Aber diese finde ich richtig schön. ja, ich glaube, es ist die, die mir jetzt am besten gefällt. Also ich wollte unbedingt so eine lange Hose haben oder halt so eine lange Weite.
halt irgendwie so für Dubai, also halt für so arabische Länder. Weil ich finde es total schwierig, so was man halt in Dubai anzieht, was man halt zum Beispiel in Marokko, wo wir jetzt auch waren, anzieht. Weil da ist halt immer so, man muss ja kniebedeckt sein und eigentlich Schultern ja auch. Also man muss auf jeden Fall eine Jacke dazu anziehen. Aber finde ich immer total schwierig, weil es halt zu heiß ist. Und dann mit einer Jeans oder so, das ist halt dann immer ein bisschen warm. Und so, also die gefällt mir richtig gut. Ta-da-da-da. Also ich glaube, in die Hose, in die habe ich mich auch verliebt. Und vor allem, also in Miami und so, da laufen die Leute auch mit sowas rum. Also klar, die haben zum einen Teil noch coole Sachen, aber wenn man abends so irgendwie rausgeht, dann laufen die so ein bisschen schicker halt rum. Und ich habe jetzt schon in meinem ganzen Zimmer Glitzer verloren durch das Drehen. Ta-da-da-da, and that's the next one. Ja, finde ich jetzt so lala. Also ich finde es halt nicht so cool, dass es hier nicht eng ist. Also ich habe das auch nur gekauft, weil es im Sale war. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so die Farbe gefällt mir auch nicht so gut. Also ich würde sagen, dann kommen wir zum nächsten. So, und hier habe ich nochmal eine so Radlerhose in Schwarz. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also ich weiß, es sind voll viele, die mich so cool finden und so. Aber erstmal ist sie mega bequem und sie geht über den Popo. Und ja, ich finde eigentlich, das sieht gar nicht so schlecht aus. Es ist halt, wenn man was Sportlicheres irgendwie halt anhat. Also ich kann es mir mega gut vorstellen, so irgendwie in L.A., wenn man halt den ganzen Tag irgendwie so einen Ausflug halt macht. Oder, naja. aber bei der bin ich es auch am überlegen. Und wenn ich die halt nicht anziehe, weil ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Also wenn ich die auf jeden Fall nicht anziehe, dann kann ich die ja immerhin als Sporthose nehmen. Weil ich glaube, zum Joggen und so ist die auch ganz cool. Ja. Tada-da-da. So, das war es auch schon mit dem letzten Teil von meinen Klamotten, die ich hier bestellt habe. Ich habe noch drei Paar Schuhe, also drei Paar hohe Schuhe. Ja, die kann ich noch kurz zeigen und dann könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt diese Outfits fandet. Oder ob euch die Outfits von dem ersten Video besser gefallen haben, also eher so sommerlich. Es kommen jetzt dann auch vielleicht bald auch die Klamotten an von dem Instagram, also bei Charm Fancy habe ich ja noch Klamotten bestellt gehabt. Da sind auf jeden Fall auch noch mehr Sommerkleider, Jumpsuits. Ja, wie heißen denn die? Boho, also auch so Sommeroutfits halt. Naja, genau, die sind dann da noch so dabei. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare dann schreiben. Und dann zeige ich jetzt auch schnell die Schuhe. Also, das sind mal das erste Paar. Da habe ich gedacht, die könnte ich ja vielleicht anziehen zu dem einen Sommerkleid, bis ich ja überlege, an Billys Abiball anzuziehen. Ta-da-da-da. Das sind auf jeden Fall die Schuhe, die ich mir mega gut zu diesem Kleid vorstellen kann. Also das Kleid, das werde ich ja wahrscheinlich bei Billys Abiball tragen. Und ja, was meint ihr? Also die sind auf jeden Fall mega bequem, weil die halt auch so schön so einen fetten Absatz hier haben. Ja, also ich finde die auf jeden Fall richtig schön. Also wenn ich, glaube ich, zu dem Kleid habe, kaufe ich die auf jeden Fall. Aber was auch gut ist, dass es hier vorne irgendwie so ein weiteres Band hat, weil ich habe solche. Oder auch hier meine schönen schwarzen, aber das ist manchmal ein bisschen anstrengend mit denen zu laufen, also halt da kann man nicht so lange drin stehen, wenn die so einen kleinen Absatz haben. Deswegen sehen die eigentlich ganz gut. Ah, das sind die Schuhe Nummer 2, aber ich kann euch gleich sagen, bei mir sind die nichts, also die sind mir zu locker. Vorne ist das Band halt ziemlich locker und das kann man ja nicht ändern, das hier ganz vorne, und ja, da rutsche ich auf jeden Fall raus. Also ich hatte mir halt gedacht, voll außer Atem. Ich hätte mir halt gedacht, dass halt solche mit dickerem Absatz halt besser sind zu laufen. Aber theoretisch habe ich ja eigentlich schon die schwarzen halt mit dem dünneren Absatz. Aber, also die beigen, die sind bis jetzt mein Favorite. Und dann habe ich noch einmal beige. Das sind einmal diese hier. Da. Und das sind die zweiten beigen Schuhe. Ja, die sind mir auch ein bisschen zu locker. Also ich muss sagen, die ersten, die waren die besten. Und
ich denke mal, dass ich die dann wahrscheinlich behalten werde und die anderen zwei Paare Schuhe zurückschicken werde. So, back to Batman. Ja, das war's auch schon jetzt mit dem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr in die Kommentare schreibt, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Und ich habe eine Frage, geht ihr auch irgendwo hin dieses Jahr, also wo man irgendwie cooler angezogen sein muss? Also ich weiß nicht, irgendwie ein größeres Event wie Hochzeit oder auch Abiball oder Taufe oder ich weiß es nicht. Ja, würde mich mal interessieren. Also dann tschüssi und habt noch einen schönen Tag.